Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Frank von Wir kochen was. Heute machen wir Karotten. Nicht gekocht, sondern in einer Bratpfanne gemacht. Super knackig und es bleiben so gut wie auch alle Vitamine und so erhalten. Echt klasse. Schaut euch doch unser Video an. Dann wollen wir jetzt beginnen. In aller Phyllis Blue. Wir haben mal wieder ein bisschen was vorbereitet für die Karotten, die wir heute machen wollen. Da unten liegen schon mal drei Karotten. Meine Frau hat die aber schon mal gereinigt und klein geschnitten, so wie sie die gleich weiterverarbeiten möchte. Dazu brauchen wir dann noch ein bisschen was von der Gemüsebrühe, die da hinten noch in Pulverform liegt. Ja, den Rest wird sie dann gleich erklären. Hier steht schon ein bisschen was im Hintergrund. Das ist aber für ein späteres Projekt, was wir machen wollen. Vorab haben wir hier noch ein paar kleine Frikadellen gemacht. Wir machen das immer so, dass wir für unsere Nachbarn ab und an mal ein bisschen was kochen. Die sind so ein bisschen bedürftig und können auch nicht gut kochen. Und deshalb machen wir das halt dann für die. So, der Druck wird dann jetzt starten. Dann wollen wir mal loslegen. So, Schatz, was machen wir denn jetzt als erstes? Erstmal Karotten. Schmeiße ich in die Pfanne. Bis ein bisschen gleitig, ne? Achso, du brätst die jetzt an und dann, das dauert einen kleinen Moment, bis die dann so richtig glasig sind und... Aber nicht so weich. Aber nicht weich, genau. Wir wollen ja keine Gummi da produzieren, sondern wir wollen noch ein bisschen knackig, ein bisschen Biss sollen die ja noch haben. Alles klar. Gut, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Dann melden wir uns gleich wieder, ne? Genau. Das geht ja zügiger, als man glaubt. Die sind ja schon, sehen ja schon richtig gut aus. Was machst du denn jetzt als nächstes? Und jetzt tue ich Gemüsebrühe. Ja, das habe ich eben falsch gesagt. Also keine... Nee, Hähnchenbrühe. Hühnerbrühe ist das. Mhm. Instant. Das macht sie da jetzt so drüber. Schmeiße ich ein bisschen Wasser durch die Soße. Okay. Das sieht ja gut aus. Und kein Salz zusätzlich? Pfeffer? Kein Salz, keine Pfeffer. Okay. So. Jetzt sind wir fertig. Jetzt ist er schon fertig? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein richtig tolles, schonendes Kochen. Da gehen ja die ganzen Vitamine und alles geht ja überhaupt nicht kaputt dabei. Das ist klasse. Super. Das ist ja toll. Super sieht das aus. Ja, also, wenn ihr das auch so toll findet wie wir essen die auch immer super gerne, dann macht das einfach nach. Habt ihr gesehen, das ist super einfach. Und schnell. Und schnell. Und schmeckt einfach klasse. Haben noch so ein bisschen Biss. Bringt einfach Spaß. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Abonniert uns, ganz, ganz wichtig, damit wir vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen Einnahmen haben und weiterkommen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns unten in die Description Box. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sagen... Tschüss. Und Frank, tschüss.